Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video für Train Sim World 3. Wir sind mit dem AM Fleet Steuerwagen unterwegs auf der neuen Strecke New York nach Trenton. Und wir starten hier in Trenton und fahren Richtung New York. So, wir machen einmal die Türen auf, rechts entriegeln und machen mal unseren Zug hier bereit. Fahren tue ich mit dem Rail Driver. Funktioniert eigentlich sehr gut. So. Ja, und das ist quasi unser Cockpit hier. Ist ein bisschen eng hier drin. Aber überschaubar. So, mit Beleuchtung können wir hier anmachen. Da ist ein Tacho. Leitwerkkontrolle. Notaus. Hauptschalter. Alarm. Was haben wir hier? Abtastlichter. Spitzensignale. Widerstandsheizung. Ja. Boah, klingt das furchtbar. Das machen wir gerade wieder aus. Warndichter, Führerstandsbeleuchtung. Pass mal aus. Ansonsten Sanden, Notbremse. Unser Kollege hier. Bremseinstellung. Gut, das war's eigentlich. Wir können natürlich hier aufstehen. Wenn ihr die Türen aufmachen. Die Tür geht leider nicht auf. Schade. Das ist, glaube ich, ein Ex-Metroliner-Steuerwagen. So schaut der von innen aus. Ist überschaubar. Übergang. Und die ganz normalen Mittelwagen. So. Das ist der Steuerwagen. Das Design da vorne, ja, ist Geschmackssache. Meins wäre es jetzt nicht, dass man da hier diese Warnstreifen drauf hat. Aber ja. So, gehen wir mal hier wieder rein. Eingang. Gehen wir hier rein. Ab in den Führerstand. So. Ich glaube, wir können das hier so offen lassen, ne? Jo. Sehr gemütlich hier drin. So, beide verriegeln. Dankeschön. Und dann geht's ab. Ach ja, die Lok, die hinten ist. Ist der Kollege hier. Mit der Nummer 622. Und dann einmal Bremsen gelöst. Und Abfahrt. Sehr gut. Wir bewegen uns. Anzeiger funktioniert auch. Wunderbar. Okay, was haben wir denn so für technische Fakten zu der Strecke? Diese Strecke kostet ganze 44,50. Ein bisschen ein hoher Preis, würde ich jetzt mal sagen. Sie ist insgesamt 58 Meilen lang. Das sind 94 Kilometer. Eben die Strecke zwischen New York und Trenton. Oh, ist das ein Stellwerk? Ein altes. Mal gucken. Das ist ein altes Stellwerk hier. Wieder rein. Wir sind zu schnell. Ne, kann eigentlich Gas geben. Mit bei der Strecke sind dabei die Transit Alp 46 E-Log, die ACS 64 E-Log, dann der New York Transit Doppelstockwagen und der Steuerwagen und der Amtrak M-Fleet Wagen und Ex-Metroliner Steuerwagen. Ansonsten das Übliche mit extrem detailgetreu und schön, und es hat 5 Szenarien, 24 Stunden Fahrplan, Reisemodus, Auswahl von Nebenaufgaben, ja, Standardzeugs, was halt jedes Mal dazu schreiben. Von den Reviews her ist es Stand jetzt, wo es gerade spielt, ausgeglichen. Es sind einige negative mit dabei. Da wird von Grafikglitches geredet, die Zugsicherheitssysteme bei den E-Logs sind wohl ein bisschen buggy. Wir fahren jetzt sowieso ohne, außer halt mit dem hier. Und daher kann ich das jetzt nicht ganz so bewerten. Die Züge fahren angeblich teilweise ohne Lichter und ohne Stromabnehmer. Das werden wir dann hoffentlich noch sehen, wenn hier mal was entgegenkommt. Teilweise laden die Texturen nicht richtig. In den Tunneln soll es visuelle Glitches geben. Ja.
Also unser Video, also mein Video wird jetzt erstmal dazu dienen, dass wir primär die Strecke anschauen, dann einmal gut durchkommen, ob wir Fehler sehen, ob das Spaß macht und ob sich das lohnt, hier 44 Euro auszugeben oder ob man vielleicht nicht doch warten sollte. Übrigens, kleiner Effekt, wenn ich jetzt hier das Zughorn abgebe, dann haben wir oben diese Warndichte, die mit angehen. Finde ich noch geil. Zughorn, muss ich sagen, klingt gut. Fahrgeräusch hier ist soweit auch okay. Hinten bei der Lok. Ja, ist okay. Kann ich jetzt erstmal nicht meckern. Der geht nach oben rück. Cool. Das Blöde ist halt hier in dem Steuerwagen, das sieht man halt nicht allzu viel. Vielleicht sollte man dann ein bisschen primär in der Außenansicht rumfahren. Oh, ich kann das Fenster aufmachen. Der Ton verändert sich dann auch. Sehr gut. Das ist eigentlich eine Höchstgeschwindigkeit, ne? Also vermutlich schon, aber es wird mir nicht angezeigt. Also die Metroliner an sich, die sind ja so ja nicht mehr in Betrieb, außer bis die Steuerwagen, glaube ich, sind bis 2019 noch in Betrieb gewesen. Stand Wiki. Und die Metroliner, die konnten bis zu 256 km/h fahren. Also gehen wir davon aus, dass dieser Steuerwagen entsprechend schnell fahren kann. Aber da bin ich zu wenig Experte. So, gehen wir mal ein bisschen runter von der Leistung. Keine Ahnung, auf 3 oder so. Ja, schon zu wenig gewesen. 5 vielleicht. Bisschen wenig los hier auf der Strecke. Also halten tun wir genau zweimal. Einmal in New York Penn und dann halt auf der New York Penn Station selber. Ja, noch mehr Schmackes. Kann ich in die Wagen ein bisschen reinglitschen? Nee, nee. Aber ich kann mir einfach die Tür aufmachen und so komme ich rein. Geil. Ach ja. Irgendwie so Fahrgastmodus simulieren, ne? Cool. Oh, wieder draußen. Okay, können wir die Tür wieder zumachen? Sehr gut. Ah, ich dachte schon, es wäre ein Alarm gewesen, der da locker ausgeht, so nach dem Motto, hey, da ist die Tür offen. Es hat halt nach wie vor diese Mini-Ruckler da. Aber das ist halt ein Chainsaw World-Problem. Boah, jetzt ist aber gerade heftig am Stottern gewesen. Der Acela Express, ja, mit dem kann man hier auch cruisen. Also es gibt genau zwei Strecken mit Fahrplan und Szenerien für den Acela Express. Es ist der Boston Sprinter, wo ich den Acela Express an sich vorgestellt habe. Und halt die Strecke hier. Hier kann man halt ein bisschen mehr fahren. Die 98 Kilometer. Was ich immer noch kurz finde, aber ja. Ein bisschen besser als die anderen Strecken. Aussieht, dürfen wir einfach nicht schneller als 125. Clear wäre es für 150. Ja, dort ist es halt so. Und von der Streckenführung bisher ein bisschen monoton. Ein gerades Ding. Ob es ein bisschen interessanter wird mit
Personenstation auf der Seite, aber da haben wir jetzt auch noch nicht sehr viel gesehen. Aber rein so texturmäßig sieht es hier zumindest okay aus. Das hat er auch nicht so viel. Warte mal, können wir eine Kamera einfach mal hier oben rauf machen? So. Noch Kamera. Aber dass wir von der Strecke was sehen. Oh, von 150 auf 145 runter. Da kommt vielleicht eine kleine Kurve. Ganz kurz die Lichter dann mal anschauen von der Animation her. Okay. Aber ich sehe schon, warum sie sich für diese Strecke entschieden haben. Wenn sie einfach nur geradeaus geht, mitten durch gar nichts. Da muss man natürlich dann auch nicht sehr viel an der Szenerie rumbasteln. Ich frage mich, ob die Strecke komplett von Hand bauen oder ob das so ähnlich wie SimRail machen, dass sie da die Geodaten importieren und dann muss ich quasi nur noch sauber machen. Aha. Im Spannwerk, wie es aussieht. Ich muss sagen, das Geräusch, wenn es über die Weichen geht, klingt nicht schlecht. Abschnittweise da. Ah, diese Mini-Ruckler sind echt nervig. 130. Ja gut. Sind da ja eh noch drunter. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie die Grafikeinstellung runtergedreht hätte wegen diesem Nachladen, was man auch hier hinten wieder sieht. Von der Distanz. Es ist alles auf Maximum. Mehr geht nicht. Vermutlich wird das Spiel dann komplett in die Knie gehen, wenn die Rennerdistanz noch höher wird mit den Details. Oh, endlich mal ein bisschen Kurve hier. Aber als Fahrer bist du hier schon ein bisschen Abend dran. Was irgendwie total den Tunnelblick wird, das kleine Fenster hier. Und das da. Vor allem, das ist ja noch nicht mal wirklich in Augenhöhe, das Fenster. Hätte ich jetzt irgendwie da so platziert. Hast du jetzt Lichter angehabt da hinten? Ich hab's nicht beobachtet. Wenn wir schon mal dabei sind, könnten wir eigentlich mal den Scheibenwischer testen. Der komische Sound oder sowas. Fast gar nicht. Ja, nicht 1% ganz ausmachen. So, danke. Wo ist denn eigentlich diese Mast? Ach so. Das ist eigentlich auch eine interessante Kombi. Moment mal. Ja doch, da die Oberleitung mit Strommasten zu kombinieren. Oh, was haben wir hier? Von einem Rangierbauernhof da. Okay. Wir werden uns ja noch rein. Also ein bisschen Abwechslung. Mini-Rangierbahnhof. Stufe 6 scheint jetzt gerade die ideale Einstellung zu sein, dass er nicht schneller wegfährt. Wobei, kann ich denn schneller fahren, wenn ich will? Wir haben ja auf maximale Leistung. Das ist die Lok, die da hinten abregelt.
Scheibenwischer aus, danke. Ich glaube, wir sind abgeregelt bei 125. Ah, nö. Geht doch schneller. Was, dann gehen wir wieder auf Stufe 6. Ja, ja, ist ja gut. Kleine Abstellung oder was auch immer das ist. Ah ne, guter Umschlag hier. Ne. Oh, guter Umschlag mit Strom. Da hinten geht es auch noch irgendwo hin. Schildwisse. Eigentlich auch ein Konzept bei uns da. Umleitung mit Oberleitung da zu kombinieren. Man sieht ein bisschen komisch aus, aber nimmt halt keinen Platz weg. Puh, jetzt denke ich mal ein bisschen was los. Sind das jetzt schon die Pforte von New York? New York ist riesig, aber kenne mich da jetzt auch nicht aus. Das sieht unschön aus da. Oh mein Gott, ein Personenhalt! Mein Kollege. Ha! Da habe ich es jetzt gesehen. Da war die Oberleitung nicht oben. Das ist ein Fail. Qualitätsarbeit kriegst halt nur von ein, zwei Drittanbietern, aber nicht von Daftic Games. Was? 45? Wie bitte? Warum das? Gleiswechsel. So, komm, bremse mal. So, nächster kleiner Halt hier. Oh wow, das Kurvendesign da links. Oh komm, ein bisschen mehr Schmackes. Approach Medium. Oh, da gibt es auch eine Sonnenblende. Da sieht man noch weniger. So, rollen lassen. Oder ist es mit einer der Bugs, dass du da jetzt schon auf 45 bist? Da war eine Weiche. Aber wir fahren geradeaus. Mich jetzt auch nicht Gas zu geben. Du, Lok da hinten. Gib mal ein bisschen Schmackes. Na gut, gehen wir mal wieder auf dich. Wieder kein Stromabnehmer. Wir sind die Lichter an. Wie kann man das so releasen? Fällt sowas beim Testen eigentlich nicht auf? Oder ist es denn dann eigentlich mittlerweile einfach noch egal?
und letzteres. Nur noch 45. Also wenn ich das jetzt hier falsch interpretiere, ne, und ich erst später 45 runter müsste, schreibt es mal in die Kommentare. Bin da jetzt nicht so der Spezi mit dem amerikanischen System da. Ach, jetzt 90. Okay. Ja, dann geben wir mal Gas. Und clear. Wobei, jetzt geht er dann wieder runter hier. Für was waren jetzt die 45 da hinten? Kann mir das mal einer erklären? Du weißt auch nicht, was du willst, oder? Ah, nächstes Stellwerk. Das ist gar nicht copy-paste. Ja, wenigstens sind die Leute hier nicht auf den Gleisen. So wie ab und zu mein Simrail. In die Kurve reinliegen hier, ne? Die alten Metroliner, die hatten ja Neigetechnik. Oh, 95 Villa, das kriegt er auch. Wieder kein Stromabnehmer. Und ich glaube, die Lichter waren jetzt falsch. Was, das sind halt so offensichtliche Fehler. Ich meine, das muss man doch fixen können, sowas. Jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Bug ist, den du irgendwie nur ganz selten hast oder nur bei Detailansicht siehst. Das fällt dir doch auf, dass hier nichts mit Stromabnehmer rumfährt. Ich meine, es ist jetzt kein Game-Breaking-Bug, aber für 44 Euro erwarte ich mir, dass das Zeug auch funktioniert. Boah, 15 Meilen noch. Was meint er? Wie schnell? 110. Na dann. Gib ihm. Ah, das sieht eigentlich ganz okay aus. Das muss jetzt eh nicht komplett durchdetailliert sein, aber Hauptsache hat was Schönes zu sehen. Immer noch 110, okay. Da ja. Mann, jetzt zieht mich Bock auf Englisch Sprechfest. Ich hab noch gar nichts gefrühstückt. Echt jetzt? Gab es eigentlich irgendeine Form von Qualitätskontrolle hier? Also,
Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, was ihr da von der Strecke so hält und ob ihr dafür 44 Euro ausgeben würdet. Bauen wir mal von Anschluss vor langer Zeit. Müssen wir auf das Signale achten, ob die irgendwie alle sauber zeigen. Ja, letzter Halt hier. Ja. Da auch ineinander eingegangen. 11 Meilen clear. Runde 25. Jetzt bringt aber ATC. Ich müsste schon mal einlesen, wenn man das richtig lesen soll hier. Na dann, komm, Maximum Schmackes. Ach, bin ich ja eh. Also oben raus hat sie keinen Dampf mehr, die Lok. Jetzt leer! Stellt doch mal da ein bisschen was hin. Also, würde ich jetzt eine Gesamtbenotung machen, dann würde ich sagen, es ist ein 3-. Aber besser erstmal noch nicht. Mal schauen, was uns weiter hinten noch erwartet. Das war echt gute Bugs. Ich meine, was halt positiv ist, man kriegt halt ein bisschen Rollmaterial, was man dann auch auf anderen Strecken nutzen kann. Ich weiß nicht, das hätte ich jetzt eher so bei 20 Euro gesehen, 25. Also ich würde euch empfehlen, wartet da eher auf den Sale, wenn ihr die Strecke gerne haben wollt. Aber kauft es nicht zum Vollpreis. Stimmt, ich brauche eigentlich noch mal einen Screenshot hier. Wunderbar. Oh, wir müssen bremsen. Einmal nicht aufgepasst. Oh oh. Ich werde ein bisschen stärker bremsen. Warum meldet... Ah, jetzt kommt er mit der 70. So, komm, gib mal wieder Gas. Das ist eigentlich auch noch eine geile Ansicht. So, einmal sexy Fotos. Mal schauen, welches es in den Thumbnail reinschafft. Wieder Kontrollabnehmer. Ja, das ist gerade ideal mit dem Gas. Ich kann gerade wieder Gas geben. Außer, warum tust du nicht rot leuchten?
man dann einmal umschalten. Das bringt ja gar nichts. Müsste doch möglich sein, dass du doch vom Steuerwagen aus gesteuert bist mit den Lichtern. Naja. 2 Meilen 70. Und dann anhalten. Ich lasse da schon mal ein bisschen rollen. Mensch, du kommst aber spät mit 70 hier. Ist das da rechts? Das ist ein bisschen Einschienen-Dings da. Was, jetzt fängst du an zum Runterbremsen? Boah, da bist du aber sportlich mit dem Bremsen. Oh, warte mal, ist das dieser Airport-Shuttle da hinten? Lol, das ist jetzt nicht wahr. Die haben jetzt aber da nicht... Nee, oder? Geil. Das ist, glaube ich, nämlich eigentlich eine Einschienenbahn hier und die haben da einfach mal so einen Weg hinbastelt. Bin mir ziemlich sicher, dass das hier eine Einschienenbahn ist. Wie ist das hier? Ewok International Airport. Im Edit werde ich mal schnell mal da ein Foto einfügen von dem, wie es in echt aussieht. Schaut, ob ich da richtig bin. 35. 45 maximal. Meint er. Na gut. Immer ein bisschen schlimm. Du musst nach den Fehlern nicht mal aktiv suchen. Die kommen einfach auf dich zu. Ja, ich glaube, den Part bin ich vor kurzem in TS Classic gefahren, aber in die andere Richtung. Ja, wir sind sogar on time. Ich glaube, wenn wir bei der Station sind, dann schaue ich mir schnell bei Wikipedia nach. Da brauche ich es jetzt gerade nicht im Edit machen. Meilen pro Stunde. Die langsamen Weichen mal wieder. Südlich. Herzlich willkommen in Newark Penn. Ankunft auf Gleis 2. Ah, da ist auch Third Rail Ende hier. Boah, das ist aber ein gemeiner Knick hier drin. Warum macht man sowas? Ja, ja, alles gut. Sicherheitsabstand. Zurückgehen. Der gelbe Bereich ist nicht umsonst da.
Verstehst du, das bergab geht immer langsamer. Finde ich spannend. Gut, bleiben wir mal stehen. Und jetzt schauen wir mal, wie sich die Leute verhalten, wenn ich die Tür aufmache. Rechts sind Riegeln. Sieht normal aus. Keiner ist auf den Gleisen. Okay. Anzeiger. Laufen die? Washington, New Regina 85, 1515, 22. Das schaut okay aus. Schauen wir hier drüben aus. Ich komme da nicht weiter nach links. Okay. Bei Kamera vielleicht. Das geht. Okay, Third Rail Service. Haben wir hier einen Anzeiger? Da. 16:22 nach New York, 17. Okay. Oh, die fette Brücke da. Ach was, was ist denn hier oben? Hier oben wird auch ein Zug? Ja, aber da darf ich nicht rein. Ah, wie gemein. Interessant. So, gehen wir wieder hier rein. Und ich würde sagen, für euch gibt es mal ganz kurz einen Cut und dann schaue ich mal ganz kurz nach wegen der Flughafenstation da. Bis gleich. Okay, ich bin wieder da und ich habe mal ganz kurz nachgeschaut. Hinten bei dem Airport Terminal, das ist wirklich eine Einschienenbahn, wo die halt einfach mal ja nur eine Straße hingesetzt haben als Asset für die Schiene. Das ist echt billig. Also, nee, also da kann man doch mal irgendwie eine Textur hinmachen, dass es halt irgendwie halbwegs aussieht wie eine Einschienenbahn. Ich meine, muss nicht fahren, aber habt doch, es ist ein bisschen authentisch, vor allem für den Preis. Ich meine, TS Classic haben sie es ja auch hinkriegt mit dem Maglev. Aber ja, okay. Sehr traurig. So, wir machen wieder die Dachkamera hier. Wird man dann wieder was sehen. So, und Ausfahrt mit 35, so wie es aussieht. Und dann wieder Vollgas bis nach New York. End door is locked. Do not attempt to exit the end door. Warum denn eigentlich? So, Tür verriegeln. Das lösen. Gut. Los geht's. Maximum Schmackes. Hallo? Maximum Schmackes. Was ist mit den Bremsen hier? Ah, jetzt. So, jetzt. Gib Gas. Ich will hier weg. Geht doch. New York Penn Gleis 5, 15:26. Kriegen wir schon hin. Schauen wir, was wir dann da so für tolle Abenteuer entdecken. Oh, 45 sagst du. Ja, dann fahren wir das natürlich auch. Oh, Dachkamera. Dann sagen wir jetzt neu die Backcam. Teil mit dem Flugzeug. Moment. Ja, okay, das. Dachte, da hat jetzt gerade irgendwie der Masten gefehlt. Guck mal, fliegt der seitlich?
Okay. Jetzt auch ein bisschen Platz zum Blödsinn machen mit Third Rail. Komisch. Hey, Stromabnehmer war oben. Gratulation. Der Zug, der es geschafft hat. Oh, mehr Schmackes. Fuck. Jetzt haben wir wieder Richtungswender. Gott, umgestellt gehabt. Oh, bitte jetzt nicht abstürzen. Dankeschön. Ich glaube, wenn hier gut Verkehr wäre, hätte es Spaß als... Oh, Spiel, komm. Ja, nur eine Abstellung. Ja, hier bei den so Stellwerken. Ja, genau. Und da geht jetzt der Part, wo es so steil nach oben geht. Ja, die Rampe ist schon nicht ohne. Macht im Winter bestimmt sehr viel Spaß. Ja, was ist denn da rechts alles? Man ist halt ein mega Gleischaos hier. Haben sie da echt so eine Trafostation mitten ins Wasser reinbaut? Tja, kann man machen. Meine Kollegen. Also der 90, okay. Ich kann mir mal vorstellen, dass hier die Gegend so richtig schön sumpfig und matschig ist. Bitte was? 60? Warum? Wieder kein Stromabnehmer. Speed 60. Ah, jetzt wieder 90. Ach Mann. Ich hab dich auch gern. Wobei 75 da vorne dann. Kann mich gerade wieder runterregeln. Also ich bin mir jetzt gerade ein bisschen unsicher, ob ich sage, Note ist 3 minus oder eine 4. Also das mit dem Flughafen Express da hinten, das finde ich schon echt traurig. Ich denke nur noch, dass hier eine Brücke irgendwie voll am Durchglitschen ist. Nicht los, als wenn die grüne Bremse angezogen ist.
Aber schon sportlich, wie spät der da runtergeht auf die Restriktion. So, wenn du dabei nicht aufpasst, so wie ich, brett das halt voll drüber. Sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Oh, 60. Ja, dann wären wir gleich mal da. Yopeng Station. Der Tunnel sieht soweit eigentlich normal aus. Ich habe das in irgendeinem Kommentar gesehen, dass es da wohl irgendwie Lichtprobleme gibt. Hält mir jetzt nichts auf. Kann ich in die Außenkamera gehen? Kann ich drauf? Ah, bleiben wir hier drin. Und uhrzeittechnisch schaut es auch sehr gut aus. On time. Oh, 45. Einmal rollen lassen. Andererseits 1,4 Meilen. Bisschen bremsen. Ah, und davon geht es wieder nach oben. Also wieder jetzt schon auf 20 runter. Ah, ich glaube, da ist der Lichtspack. Ich meine, es ist halt nichts extrem Schlimmes, es sind einfach Details. Es ist echt schade drum. Suppression. So. Langsamer will ich jetzt nicht fahren. Das mehr Gas geben, als wieder nach oben geht. Na, Lok, machst du was? Wo mein Schmack ist? Die hat echt Probleme. Kann nicht sein, dass die da so wenig Schmackes hat. So, davon sollte eigentlich die Action dann abgehen. Boah, da ist jetzt hier echt null Platz, wenn hier ein Zug kommt, ne? Und du da im Gleis drin stehst. Da muss wirklich drauf schauen, dass du dann halt irgendwie hier hochkommst, damit du nicht überfahren wirst. So, herzlich willkommen. New York Penn Station. Ankunft auf Gleis 5. Ganz schön dunkel da.
Trotz all diese Lichterbugs, jetzt weiß ich, was sie gemeint haben. Überall, wo sie es ein bisschen hoch guckt, da. Dass das so aussieht, das muss so sein, oder? Jo, wo ist unser Gleis? Da hinten. Einmal Weichen putzen. Moin, Kollege. Du hast auch wieder keinen Stromabnehmer. I am too fast. Und Kopfgleis. Unser Endhalt. Vielleicht ein bisschen Leistung. Komm. Nicht anhalten. Gut. Und bremsen. Sehr gut, dann machen wir die Türen auf. Ja, also ist ganz nett. Ich glaube, ich gebe der Strecke eine 4. Ihr dürft auch gerne meine Kommentare reinschreiben, wie ihr die Strecke so bewerten würdet. Auf jeden Fall keine 44 Franken Euro wert. Vielleicht für 15 bei dem Qualitätsstandard. Allerhöchstens 20 wegen dem Rollmaterial. Aber sicherlich nicht 44. Sehe ich irgendwie nicht ein. Also, außer jemand ist jetzt da super Fan davon und er findet jetzt die Fehler jetzt nicht so schlimm. Ja, okay. Aber ja. Ist halt leider DuffTale Games Standard. Schade. Ich dachte echt, sie hätten sich da mal ein bisschen Mühe gegeben bei der neuen Strecke. Aber ist nicht so. Na gut, ich wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.